Wenn irgendjemand gesprochen hat, der ein bisschen lauter war, oder wenn mehrere Leute miteinander sich in meiner Nähe unterhalten haben, dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, weil das im Ohr so richtig widerhallt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man in einer Höhle ist, wo nichts an Geräuschen geschluckt wird, dass es immer so hin und her geht mit den Tönen. Und das macht einen so richtig verrückt. Da denkt man, mein Gott, was ist denn da los? Er hatte das ja seit 8 Jahren und die Ursache für dieses hallende Geräusch, womit Herr Yazıcı ja zu uns gekommen ist, ist eine sogenannte klaffende Tube, ja, auch eine klaffende Ohrtrompete. Die Ohrtrompete ist normalerweise in einem geschlossenen Zustand und öffnet nur wirklich für eine kurze Zeit. Das sind etwa 200 Millisekunden. Bei Herrn Yazıcı haben wir das Problem gehabt, dass die Ohrtrompete in einem offenen Zustand blieb und der Schall ungehindert ins Mittelohr und dann ins Innenohr gelangen kann. Und der Patient hört sich selbst in einem echoartigen Muster. Nachdem ich nun bei ganz vielen Ärzten war und ganz viele Leute gesagt haben, auch Spezialisten, nee, man kann da nichts machen. Und dann stand ich plötzlich vor einem Herrn Dr. Teck, der mir sagte, das kriegen wir hin. Da war ich wirklich, ja, geflasht. Im Prinzip habe ich den Eingang der Ohrtrompete wieder verengt mit einem Bioplastik, welches ich da eingespritzt habe. Ja, und da muss man natürlich genau aufpassen, dass die richtige Menge gespritzt wird. Ansonsten ist es nämlich so, dass die Ohrtrompete nicht mehr zu weit, sondern zu eng ist. Dafür braucht man wirklich Fingerspitzengefühl und eine gewisse Erfahrung. Dieses Ende der OP im Aufwachraum aufwachen, das war für mich ein denkwürdiger Moment in meinem Leben. Kein Hallen zu haben, das war unglaublich. Nicht nachvollziehbar für mich. Wie weggezaubert.